Ich bin nämlich über einen Blogpost gestoßen von YouTube. YouTube hat vor 2 Tagen angekündigt, dass die jetzt Spiele haben für Premium-Mitglieder. Weil normalerweise hast du als Premium-Mitglied keine Werbung gehabt und du konntest die Videos downloaden und offline gucken. Ich glaube, das waren so die Features, die du hattest. Aber jetzt kriegst du auch Spiele dazu. Irgendwie haut dir ja jede Plattform so Spiele in die Fresse. So auf Discord warst du eine Weile, dass du Spiele kriegst, auf Opera oder so, auf Steam kannst du welche aktivieren, aber du kriegst jetzt YouTube Playables. Und ich wollte mir das einmal angucken. Auf jeden Fall habe ich nur kurz reingeguckt, weil das sind die Spiele, die die haben. Das sind die Spiele, die du in der Werbung immer siehst. Das sind die Instagram-Werbespiele. Nur in real, I guess. Das hier hat sogar HTML5 im Namen. Ich dachte, die sind fake. Und nur dafür da, dass du dir irgendwie so einen IP-Tracker oder, wie heißen die hier? Die haben auch Sachen wie Angry Birds und Schach und Cut the Rope. Und ich glaube, der Rest ist Müll. Ich glaube, wir fangen einfach auch mal wirklich mit den Startsachen an. Du hast vollkommen recht. Vielleicht werde ich trotzdem getrackt. Das ist das. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir machen das mal Vollbild. Und wir machen die Musik aus, weil wir genießen wirklich nur das Gameplay. Die Auflösung ist ja scheiße. Das ist wirklich das Spiel aus der TikTok-Werbung. Ich mache mal kurz wieder hier hin, damit ihr oben das Geld seht. Ist es das? Heftig. Ich bin auch der Idiot aus der Werbung, der den mal 2-Counter nimmt, obwohl ein mal 6-Counter ist. Das wird mich satisfyen. Bitteschön. Wir lassen das ab jetzt im Hintergrund generell laufen. Aber ich dachte, hier kommen Gegner oder so. Oh, okay. Crazy. Oh, ich liebe die Tiefe des Gameplays. Boah, weiß ich nicht. Was findet ihr besser? Overwatch 2? Oder das hier? Nur so die Frage. Was interessanter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil die sind echt beide nicht so geil. Alter! Digga! Was ist mit dem Sound? Und wer ist Rix? Aber sie ist Platz 1 oder so. Ich konnte multiplyen. Ich hab gedacht, ich kriege jetzt Werbung. Weil da war ein Werbebutton. Das sind einfach Mobile Games. Ja, das ist dasselbe Level nochmal. Hier sehen Sie, wie gerade im Hintergrund Bitcoins gemeint werden, während im Vordergrund Atembomben nach HTML5 Gameplay gerendert wird. Wahrscheinlich hast du sogar recht. Wenn das jetzt wieder dasselbe Level ist, sind wir mit dem Spiel durch. Das ist ja übel scheiße. Okay, es ist. Wir starten später im gleichen Level. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Spiel? Und der Buzzboost. Ja, also das erste war schon mal scheiße. super, das verschwindet auch. Ach nee, da ist es noch. Ja, dann machen wir jetzt Words of Wonder. Na. Alt. Versuchen Sie Tastatur zu verwenden, tippen Sie Tal ein. Digga. Also wenn ich Mitte 40 wäre, dann wäre das genau mein Ding. Oh. Pro. Das ist scheiße. Was ist das? Zum Spielen tippen. Nein, ist das da? Oh mein Gott. Wir nehmen Amerika ein. Gut. Gott sei Dank spielen wir blau. Ich wollte es nur einmal sagen, ich bin nämlich nicht für die Republikaner. Ich liebe auch den Sound und die Action, die hier passiert. Das ist der absolute Oberhammer. Oh, Amerika gehört mir. Wir Ameri können das. Du bist labberig. Das war ja... Hier will ich kein Geschenk. Das Spiel ist scheiße. Das war echt giga langweilig. Das hat nicht mal Musik oder so. Das sind seine Beine. Oh, wie cool. Oh mein Gott, wir müssen dem Penis Beine geben.
Wir müssen dem Penisbeine geben. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Oh. Was ein Scheiß. Wer hat das Sounddesign in den Spielen gemacht? Ich auf dem Weg zum Klo. Alter! Ist das Kacke? Die Penisbeine funktionieren voll gut. Nein! Oh, oh mein Gott. Alter! Komm bitte, leg los! Junge, er ist so schnell. Hau rein! Junge, bergab bist du der Überflieger. Ah! Wir haben übel verloren. Das war cool. Die Soundeffekte vor allem, das war eigentlich das Beste an dem Ganzen. Das war ja wild. Das sind alles Touchscreen-Spiele und wir spielen die mit einer Maus. Yippie! Ist das scheiße. Das war's. Alter, wer sind die? Sind die echt? Die können nicht echt sein. Ich hab... Was? Oh mein Gott, das Spiel ist ja crazy. Ich hab übel gelogen, das Spiel war null scheiße. Habt ihr gesehen, was für ein Road Rage das ist? Komm mal her, Bunny R, Alter. Fick dich. Weg mit ihm. Junge. Auseinandergenommen. Das ist die Scheiße, die in TikToks unten drunter läuft. Das ist doch nicht wahr. Ich kann mir die jetzt selber aufnehmen und unter meine TikToks schneiden. Ist das großartig. Coin-Bonus, Start-Bonus, Speed, Speed, High-Speed. Wofür brauchen wir einen Start-Bonus? Hier erstmal. Okay, wir haben sie einfach so abgehangen. Ich wollte eigentlich wieder einen hochnehmen. Alter, ich hab Schwerter. Verpiss dich. Dieses Scheiße. Das ist Mario Kart, nur ein Giga dumm und blöd. So, erster, easy. Ich liebe dein Talent, den weirdesten und manchmal langweiligsten Shit lustig zu machen. Dankeschön. Aber das ist nur dem hochklassigen Gameplay hier geschuldet. Digga, Bingo, let's go. Ist das scheiße? Alter. Das ist eigentlich wie Subway Surfer. Nur in Kacke. Das ist nur mit Premium verfügbar. Wirklich, ihr verpasst was eigentlich. Das kann man schon sagen. Jeder, der nicht Premium hat, aber dickes L an euch quasi. Und das funktioniert anscheinend auch nur in den USA. Ich bin bisher mit dem VPN drin, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Alter, das kenne ich aus der... Das habe ich schon so oft in der Werbung gesehen. Fuck. Das ist ja schwer. What? Oh! Das war cool. Das ist bisher das beste Spiel. Das ist kacke. Okay. Digga, wer Speedrun-Duell in dem Spiel? Oh. Also, I'm sorry. Ist es das? Ist das das ganze Gameplay? Kann ich noch irgendwas freischalten? Weißt du, das Einzige, was einen dazu bringt, solche Spiele zu spielen, wenn du die in der Werbung siehst, ist ja eigentlich, wie dumm der Typ sich anstellt, der das gerade vorspielt, oder? Weil das ist es wirklich nicht. Also ich meinte natürlich, das ist voll cool. Oh, für den letzten. Oh, let's go. That's how to play. Das ist gut, wenn das Spiel so simpel ist. Oh. 1000 Plattformen. Oh mein Gott, wir haben fast das erste Cosmetic abgeschlossen. Digga, ich will Skin. Stellt euch vor, Master Chief. Puh. Okay, zwei direkt. Alter. Jetzt Master Chief? Alter. Das ist meine Lieblingsform. Ist das cool. Wenn die jetzt noch... Ich weiß nicht, mir sind andere Formen, fallen mir gerade nicht ein, außer Kugel und Würfel. Ah ja, wir haben die vorgeschlagene durch. Cool. Was gibt's noch? Was hiervon sieht am beschissensten aus? Welches wollt ihr sehen? Das mit dem Schwein finde ich crazy. Das interessiert mich. Wir müssen einmal gleich kurz in Angry Birds oder Cut the Rope gucken, einfach nur um zu sehen, ob es was Gutes gibt. Endless Sea, ist das nicht der Grafikstil von...
Wie heißt's? Clash of Clans? Wie viel haben die ausgegeben, um die Spiele alle zu bekommen? 3,50 €? Tall Man Run. Das bin ich eigentlich. Da sehe ich mich wirklich. Das ist sogar mit Unity gemacht. Oh mein Gott, das sieht man auch. Oh mein Gott, das sieht man auch. Tap to start. Das ist da. Oh mein Gott. Oh, ich werde so thick werden. Puh. Okay. Das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das abholt. Das ist finally ein Charakter mit meiner Statur. Wisst ihr, wie schwer das zu bekommen ist? Das ist das Game, nevermind. das macht mich breiter. Das macht mich höher. Oh, sein Booty. Puh. Was mache ich jetzt? Oh. Ich wusste nicht, dass ich einfach durchgeschnitten werde. Oh, wir haben es fast bis zum Ende geschafft. Ich will es einmal zum Ende schaffen. Aber das ist doch nur Luck, oder? Ach, das macht mich wieder dünner. Ich will nur die Grünen. Shit. Wirklich wieder politische Statements hier. Es gibt nichts mehr anderes on Stream. Ich wollte das eigentlich gar nicht so lange machen. Okay, das Spiel ist Arsch. Wir gucken uns noch zwei an und dann machen wir Angry Birds oder eins von den guten Spielen. Das ist so braindead, die ganze Mist, dass du das halt einfach weitermachst, weil das so, es ist, ich weiß es nicht. Das ist wie so Kokain oder so. Du, es macht dich null glücklich, aber du willst immer mehr davon. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Ist das Worms in Kacke? Das ist Angry Birds und Worms in Scheiße. Ist das, das ist wirklich, das ist ja wundervoll. Seht ihr, was das mit mir macht? Das war ein Spiel, also vielleicht auch nicht. Das ist ja, also, es gibt einen Grund, warum die das nicht Games, sondern Playables nennen, weil die alle auch wirklich einfach nur spielbar sind. Das sieht noch crazy aus. Wann machen wir Stream, wo wir alle davon durchspielen? Jedes einzelne? Oh, ist das jetzt, oh mein Gott, das ist es. Biene mit dem. Oh, okay. Zack, zack. Puh. Also, das war schon schwer. Wenn die jetzt noch, oh mein Gott. Puh. Wenn die noch, oh mein, ich hoffe, die werden nicht schwieriger. Ei. Okay. Warum war er U? Den sollte man nicht nah an ein Pferd ranlassen. Was war denn mit ihm los? What the fuck? Nee. Ich will noch Fork und Sausage. Und dann machen wir das Clash of Clans Spiel. Wieso ist das alles so kacke? Sag Bescheid, wenn du, wenn du alle im Stream schießt, dann bin ich da. Dann bin ich nicht da? Hallo? Was ist das? Ey. Also. What the fuck? Ich muss richtig aufpassen. Wenn ich das zu lang spiele, kann ich mein Studium an den Nagel hängen. Dann wird das nichts mehr. Das ist Clash Royale. Das ist doch 1:1 derselbe Grafikstil. Nur in Kacke. Warum ist das so? Darf ich was kaufen? Darf ich nur zugucken? Warum ist das un... Warum ist der Text hier? Warum ist das so kacke?
Das ist ja... Ich bin richtig entsetzt. Ich dachte, das wäre... Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt ein Quality-Spiel zum Schluss, weil das aussieht, als wäre das von den Clash Royale-Leuten. Optisch. Aber das ist ja die dümmste Scheiße, die wir bisher gespielt haben. Also, I guess, das ist ein Tower-Defense-Spiel, aber... Das ist ja... Ist das wenigstens Angry Birds? Das kann nicht wahr sein. Die können doch nicht alle scheiße sein. Ich krieg erstmal einen Reward. Also wirklich, das ist... Wann Crazy Caves? Hier nach. Ich weiß, wie... Das ist Angry Birds. Aber ich kann... Also wirklich... Ich bezahle Geld, um das hier spielen zu dürfen. Das kann nur... Ich glaube, das ist einfach nur in Amerika verfügbar, weil die EU irgendwelche Richtlinien hat, dass du so eine Scam-Scheiße nicht anbieten darfst. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Leute, wenn wir eine Partei wählen, die aus der EU aussteigen will, bekommen wir das hier. Nur damit ihr das wisst, bitte wählt richtig. Das sieht ja nicht mal kacke aus. Oh mein Gott, Angry Birds sah so scheiße aus. Das hier ist... Das ist nicht wahr. Das ist einfach das normale Cutter Rope. Das ist nicht mal kacke. Das ist das einzig brauchbare Spiel. Das ist das einzig gute Spiel hier drin. Wir haben nicht alle gespielt. Ich darf nicht zu voreilig sein. Das ist Cut the Rope. Oh, tut das gut, ein Videospiel zu spielen. Und nicht nur, weiß ich nicht, einen Bitcoin-Miner. Und ganz zum Schluss gucken wir uns nochmal das Dümmste an, was wir finden. Was ist das hier? Was ist das? Ich buddel. Was ist das? Und wer ist er? Black Market. Wofür? Ich buddel. Was ist das? Digga. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist so schlimm. Ich bin einfach Level 2, Digga. Ich bin Level 2, Digga. Das war's, ich bin raus. Ich bin raus. Das reicht für heute. Ja, das war ein YouTube Playable. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt ein gebrochener Mann. Was war euer Lieblings-Playable? Schreibt es doch in die Kommentare oder so. Und wenn ihr eh schon da unten seid, gebt... Och, Digga, nee. Ey, wirklich.